Und hier haben wir jetzt einen Gast, den habe ich schon öfters gesehen, Alhamdulillah. Der ist noch nicht zum Islam übergetreten. Deswegen alle Leute, die im Internet sehen, die sollen bitte Dua machen für den in diesem Monat, im Nachtgebet, dass Allah ihn recht hält. Die sollen sagen, oh Allah, im Nachtgebet, wenn ihr im Nachtgebet steht, macht Dua für den Bruder oder macht Dua für, wie heißt du? Christoph. Für den Christoph, dass Allah ihn zum Islam leitet. Alhamdulillah. Christoph, ja. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe dich ja schon mal gesehen. Ich glaube, du hast mir damals gesagt, ich habe das noch in Erinnerung, du hast gesagt, dass du früher eine schlechte Meinung von Islam hattest, ja, und dass sich das richtig alles verbessert hat. Erzähl doch mal. Es ist schon traurig, dass sich die Menschen immer mehr vom Glauben entfernen, anstatt sich nach der Wahrheit zu suchen. Genau. Ja, Alhamdulillah. Ja, sonst hast du vielleicht irgendwelche Fragen, vielleicht kann ich dir weiterhelfen oder so. Ja, Fragen. Vielleicht kannst du ja heute noch Shahada machen, wäre ja schön. Ja, also. Ich hätte schon ganz gerne, dass noch ein paar Freunde von mir da sind, die heute jetzt leider nicht da sind. Und aber dann werden die sich ärgern. Aber ich sage dir ja, eins, genau. Man muss eins wissen, das sage ich dir, weil das ist immer deine Sache. Ja? Also jeder soll zum Islam kommen und ich bin froh, wirklich ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der sich wirklich damit auseinandersetzt. Denn die meisten Menschen, die ich gesehen habe, die Koran mit Bibel verglichen haben, die sind zum Islam gekommen. Ich habe so viele Leute gesehen, die Koran gelesen haben und nicht direkt mit Vorurteilen gelesen haben, schon so eine Mauer von Vorurteilen vor sich, sondern einfach gesagt, okay, ich lese das, gucke mir das an. Was ist logisch? Und ich habe so viele Leute gesehen, die dadurch zum Islam gekommen sind. Und ich bin froh, wenn jemand da ist, wirklich, der nicht einfach sagt, ach ja, finde ich irgendwie cool, die beten fünfmal am Tag oder so, die haben coole Klamotten an oder so, sondern der sagt, ja, ich möchte mir das wirklich angucken, mich davon überzeugen. Aber was ich dir auch sagen muss, mit auf den Weg geben muss, ist, der Satan, und das sagt ein islamischer Gelehrter, nicht, dass ich dich unter Druck setzen will, sondern ich will dir das nur mit auf den Weg geben. Ein großer Gelehrter des Islam, der heißt Ibn Qayyim, heißt der, Rahimullah, der sagt, dass der Satan schon viele Menschen in die Irre geführt hat. Der hat denen immer gesagt, ja komm, du nimmst den Islam morgen an, nächste Woche, übernächste Woche und so weiter. Bis dann am Ende, weil man weiß ja nicht, wann der Tod kommt. Deswegen gebe ich dir den Tipp, wenn du davon überzeugt bist. Was ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel du weißt, was La ilaha illallah heißt. La ilaha illallah bedeutet, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ja. Also Gott bedeutet anbetungswürdiges. Es gibt falsche Götter, aber es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Es gibt nur einen Herrscher, Lenker, Besitzer des ganzen Universums. Das ist Allah. Und Allah hat vollkommene Eigenschaften. Er hat keine negativen Eigenschaften. Ja, weil manche Leute, die haben Religionen, wo Allah negative Eigenschaften hat. Und sie sagen, das ist doch kein Problem. Zum Beispiel, der stirbt, der trinkt, der geht auf Klo, der ist hungrig, der hat Angst. Was ist das für ein Gott? Und dann sagen sie, das ist genau das, wenn jemand sagen würde, Gott, A'udhu Billah, wer dumm in der Schule, A'udhu Billah, was sind das für Verhältnisse? Dann kannst du jeden Dalal, dann kannst du dir jeden Dalal vorstellen. Gott ist vollkommen. Gott ist unbeschreiblich vollkommen über unsere Vorstellungskraft. Und wenn man Gott so beschreibt, wie diese Leute ihn beschreiben, dann könnte es auch sein, dass er denen gesagt hätte, ja, du kommst ins Paradies, wenn du das und das machst. Und dann sagt er den Jungs, okay, hey, veräppelt, ab in die Hölle. Und das ist totaler Quatsch. Sondern Gott ist vollkommen, vollkommene Eigenschaft über unsere Vorstellungskraft. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau. Allah ist Allah. So, das ist, wenn man La ilaha illallah bezeugt und sagst, ich bezeuge, ich bete nicht die Schöpfung, sondern den Schöpfer. Hast du ein Problem damit, das zu bezeugen? Nee, es gibt auf jeden Fall nur einen Gott und das ist... Alhamdulillah, siehst du, da ist unser kein Problem. Und so, Mohammed jetzt, ist ein Prophet. Alhamdulillah, ist, Mohammed ist ein Prophet. Ja, aber dann hast du eigentlich schon... Jetzt ist die Frage, was ist das, was einen zum Beispiel verhindert zu bezeugen, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Das ist Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Was ist denn... Ich will dich nicht drücken, sondern ich frage dich, was ist, wo hängt der Schuh, wo drückt der Schuh noch? Nee, wie gesagt, ich möchte gerne auch, dass ein guter Freund von mir dabei ist. Und komm, wir rufen ihn an. Ja, weil ich weiß ja nicht, da gehst du hier raus, du liegst mir ja am Herzen. Ja, ich weiß auch sehr zu schätzen. Aber, du liegst mir am Herzen, die Schmack ist sowieso, du warst letztes Mal schon sehr sympathisch gewesen. Deswegen... Den rufen wir an jetzt, Charlie. Hol den. Ich meine das ernst. Ja? Ja, klar, hol den. Allahu Akbar. Hol den jetzt. Also, bist du bereit? Ja.
Bist du bereit, dass alle Sünden vergeben werden? Soll ich wieder Takbir machen? Ey, weißt du, das macht so Spaß. Ne? Das Problem ist, nachher sagen die, guck mal, der macht voll die Bidda hier, der macht immer Takbir, wenn leider dies. Aber es ist einfach unsere Freude. Das ist Freude. Einfach Freude, inshallah. Ich habe sowieso schon Lust drauf. Alhamdulillah. Wallah, gib uns die Kraft. Alhamdulillah. Okay, kannst du die Scheide schon auf Arabisch sagen? Inshallah. Okay. Soll ich vorsagen? Wenn ihr lieber, damit du es richtig aussprichst. Genau. Aber du weißt ja, was es heißt. Ja. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Und ich bezeuge. Dass Jesus. Der Sohn der Maria. Allahs Diener. Und Gesandter ist. Allahu Akbar. So einfach ist das. Den muss ich erstmal muss ich den Bruder beglückwünschen. Ich sag erster. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hey, dein Freund hier, was ist los? Ja, bist du das? Nicht nur heulen. Takbir! Allahu Akbar! 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 Heute haben wir fünfmal, was sagen die nachher? Dreimal ist Sunna oder so. Damit keiner sagt, hier wieder. Aber wir müssen die Freude ausdrücken. Alhamdulillah, wollt ihr nicht mal euren Bruder hier beglückwünschen? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.